Hey Leute, Techniker hier. Wir werden uns heute etwas auf die Ohren geben, denn ich habe hier eine Soundbar, die ich testen durfte, und zwar die Oxys Thunder Pro Plus. Ein Riesending, wie ihr bereits seht. Ziemlich geile Soundbar, 7.1.2, Dolby Atmos, ein super immersives Gaming-Erlebnis, das hier geliefert werden soll. Ohne Subwoofer, trotzdem einen ordentlichen Bass. Ob man das Ganze so richtig glauben kann, ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise, denn ich habe so einiges auf dieser Soundbar gezockt. Und bei manchen Spielen stellen sich mir die Haare auf und ich denke mir, wow, wie geil war dieser Sound. Und bei anderen Sachen war es vielleicht nicht ganz so super. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's. On the wall, staring back at me, stranger in the hall, frozen by the scene. Portrait seemed to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, hard to say goodbye to who I am today. Oxys Thunder Pro Plus. 7.1.2 Dolby Atmos Soundbar. So ein Name, den werden wir jetzt etwas aufschlüsseln. Also OXS, Oxys, ist der Hersteller von diesen Speakern. Es ist ein Hersteller, der sich in vielen Bereichen von Sound irgendwie dort wiederfindet. Die Sound-Sachen, die gemacht werden, sollen zum Teil auf Relay Studio, also ein Audio-Freak und Audiohersteller aus Amerika, irgendwie beruhen von der Konzeption her. Das Ganze finde ich schon mal sehr gut, wenn die nicht in eigene Regie einfach nur irgendwo irgendwelche Speaker reinbauen, sondern wirklich auf Soundqualität Acht geben. Denn bei einer Soundbar möchte man auch einen ordentlichen Sound. Ein 7.1.2 Dolby Atmos Soundbar. Dolby Atmos bedeutet, dass es die neueste Technologie in Sachen Soundqualität unterstützt. Dolby Atmos bedeutet, dass es mit weniger Lautsprechern sozusagen, beziehungsweise frontal positionierte Lautsprecher, trotzdem durch Reflexion und so weiter Klänge von hinten, von vorne, von oben und so weiter alles erzeugt werden können, durch Spiegelungen an der Wand vom Sound, und dadurch ein extrem immersives Erlebnis liefern sollen. Und das Ganze tun die auch hier, denn Dolby Atmos macht diese Atmosphären-Sound wirklich zu einem klassischen, super schönen, immersiven Gaming-Erlebnis. Das Ganze kann ich jetzt schon mal bezeugen. Allerdings ist immer die Frage, wie sieht es denn dann aus mit Frequenzen und Bässe, vor allem wenn man keinen dedizierten Subwoofer hat. Ich bin mit sehr viel Freude, aber auch mit sehr viel Skepsis an diesen Test heute rangegangen. Dennoch möchte ich hier erstmal das technische Datenblatt und ein bisschen die Kaufargumente sozusagen für diese Soundbar erstmal klarstellen, sowohl als aus eigener Sicht und sowohl auch natürlich auch aus Marketing-Sicht sozusagen. Ich würde mich jetzt nicht erschlagen lassen von 7.1.2. Es hört sich zwar toll an, Dolby Atmos spricht für sich in vielen Sachen, aber trotz alledem bleibt immer übrig, wie viel Klang bleibt davon denn über. Was ich praktisch finde, ist eine Soundbar, die schön integriert unter einem PC irgendwie einfach hinpasst, schmiegt sich auch vom Design her, wenn wir auch nochmal zu sprechen kommen, sehr gut in so einem Gaming Room, in einem Wohnzimmer sehe ich die etwas weniger, dazu sieht sie ein bisschen spacig aus, könnte man aber dort auch verwenden, in dieser HDMI-Eingänge und so weiter, dazu kommen wir aber auch nochmal. Und besitzt einen sehr praktischen für den PC, so habe ich sie zumindest getestet, für den PC, Jog-Dial sozusagen, wo man die Lautstärke einstellen kann und schnell mal muten kann, finde ich sehr praktisch. Das Ding hat RGB und nicht nur RGB, sondern auch eine eigene Software. Diese ermöglicht die Soundbar sowohl vom Klanglichen einzustellen, als auch von den RGB-Effekten her, denn diese hat RGB-Effekte, überall wo Lautsprecher sich befinden, ist dort solche RGB-Ringe, und diese kann man an den Bildschirm anpassen, an den Bildschirminhalt, Audiovisualisierungen auswählen, feste vorgegebene Effekte auswählen, bestimmte Farben auswählen und. Das Ganze finde ich so schon mal sehr praktisch. Wenn man auf Sound Wert
legen möchte und das Ganze einfach frei haben möchte und trotzdem irgendwie einen Raumklang haben und trotzdem irgendwie keinen Bock. Viele von euch werden sich in dieser Story wiederfinden. Ich komme aus einer Zeit, wo ich einen Verstärker hatte und Satellitenboxen hinten stehen und Kabel quer durchs Zimmer gezogen habe. Darauf habe ich heutzutage absolut keinen Bock. Und die Oxis Thunder Pro Plus kommt mit einem, ich glaube, erstmalig auf der Welt überhaupt so in der Form konzipierten Lautsprechersystem, der gleichzeitig auch die Nackenstütze ist. Sehr genial gemacht, kann man mit USB-C dann laden, hat 2400 mAh Akku, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und wird automatisch per Wireless mit der Soundbar gekoppelt. Diese Soundbar gibt es einmal als Non-Plus-Variante sozusagen und einmal als Plus-Variante. Bei der Plus-Variante haben wir eben diesen Neck-Speaker dazu und haben zwei Lautsprecher mehr, die dem Surround-Feeling nochmal einen ordentlichen Nachdruck verleihen. Die Abmessungen, um das nochmal zu klären, wie schön es vielleicht in euer Setup passt, sind 608 x 122 x 78 mm. Der Nackenlautsprecher, den wir hier haben, also dieser schöne Kissen sozusagen, ist ein 112 x 294 x 171 mm großes Teil sozusagen. Die Hauptmerkmale von diesen Lautsprechern sind auch, dass sie eine extrem niedrige Latenz haben, falls das schon mal eins der ersten Sachen ist. Also dieser Nackenlautsprecher wird mit 5.8G übertragen und bietet die Möglichkeit, damit durch diese höhere Frequenz einfach eine geringere Latenz in der Gesamtsoundqualität und in der, ja, in der Verschiebung des Sounds zu erzielen. Ich habe da nichts davon mehr gemerkt, irgendwie, dass der Nackenlautsprecher irgendwie unsynchron sei oder verzögert oder irgendwas, also gar nicht. Und dadurch soll ein 3D-Sound erzeugt werden. Die Modis, die hier auf der Soundbar nicht nur eigens durch den Equalizer selber konfiguriert werden können, gibt es normale Presets, die eingestellt werden. Wir haben einmal einen FPS-Modus, der die Footsteps eher rauspickt und rauskristallisiert, diese klassischen Schrittgeräusche. Sehr wichtig natürlich in FPS-Shooter. Ich habe es in Overwatch zum Beispiel angehabt und habe wirklich relativ deutlich lokalisieren können, wo die Footsteps immer herkamen, vor allem auch durch den Nackenlautsprecher auch hinter mir. Wirklich ein extrem gutes Positionierungsfeeling und eine hervorgehobene Steps-Lautstärke. Der RSC-Modus ist ein ultra-realistisches Hörerlebnis-Modus. Es wirkt so super over-equalized, finde ich persönlich für gewisse Inhalte sehr geil, wenn man irgendwie einen Film schaut oder einfach ein Spiel spielt, welches ja einfach auf mehr Klang Wert legt. Also wenn man zum Beispiel die Call of Duty Kampagne oder irgendwie sowas spielt oder auch Senua's Hellblade Sacrifice 2, das was ich damit gespielt habe, was wirklich krass ist mit diesem Sound, habe ich im RRC-Modus gespielt, um einfach das Hörerlebnis und einfach kleine Nuancen einfach noch mehr hervorgehoben zu haben und einfach nochmal tiefere Bässe und Blitze und Donner. Also dadurch wird das alles extrem verstärkt. Wie gesagt, over-equalized, aber sehr geil over-equalized. Dann haben wir einen MOBA-Modus, der ja die Geräuscherkennung von Fertigkeiten herausstellt, also diese klassischen, was weiß ich, was die Gegner irgendwie als Fähigkeit haben, kommen auch nochmal klarer raus und andere Sachen werden etwas runter-equalized. Ansonsten kann man es, wie gesagt, selber komplett einstellen. Einer der wichtigsten Punkte von dieser Soundbar ist natürlich die Konnektivität. Wo und was kann ich irgendwie anschließen? Diese Soundbar ist prinzipiell eine USB-C gesteuerte Soundbar. Ich gehe jetzt mal vom Szenario aus am PC. Wir haben ein USB-C auf USB-Kabel, das Ganze ist auch beigelegt. Damit verbinde ich das Ding mit dem PC. Das Ganze wird in der Oxys-Software, die wir uns auch gleich nochmal anschauen werden, vom PC erkannt, automatisch als Soundbar hinterlegt, beziehungsweise als ja, Speaker sozusagen, und kann sofort on the go verwendet werden. Der integrierte Jog-Dial wird mit einem Kabel an der Soundbar befestigt und kann von dort aus ja, von der Lautstärke her und Mute alles eben eingestellt werden. Zusätzlich bietet dieses Ding auch HDMI-Inputs. Das Ganze ist wichtig, denn wenn man wirkliches Dolby Atmos möchte, muss man über die HDMI-Inputs gehen, denn nur darüber, über diese Datenbandbreite, weil das über USB-C nicht übertragen werden kann, beziehungsweise USB in diesem Fall, muss man über HDMI gehen, um echtes Dolby Atmos zu bekommen für die Leute. Ich habe es jetzt aber in diesem Szenario mit USB-C verbunden, habe es dann nochmal an den Fernseher angebunden mit Dolby Atmos, um mir das auch nochmal anzuhören. Aber das Ganze geht nur so. Die Soundbar selber hat einen integrierten USB-Anschluss. Der ist dafür da, um den USB-Wireless-Dongle von dem Nackenlautsprecher sozusagen nochmal reinzuführen. Und bietet die Möglichkeit auch über die Software, wenn man es per USB-C angeschlossen hat, oder auch hinten über einen Port, einen Firmware-Upgrade durchzuführen. Aber das Ganze würde ich persönlich in der Software machen.
Wie kommt jetzt dieser 7.1.2 Sound zustande? Wo verstecken sich denn die ganzen Lautsprecher? In welche Richtung sind sie denn fokussiert? Wir haben als allererstes die zwei Frontlautsprecher. Das sind diese zwei Ringe, die man vorne sieht, diese abgehackten. Das sind die frontalen Stereo-Speaker, die eben frontal links und rechts erstmal primär darstellen. Zusätzlich haben wir zwei Lautsprecher, die sich seitlich an der Soundbar befinden. Diese sollen für den Surround-Erlebnis etwas da sein, um die seitlicheren und hinteren Positionierungen von Ton abzugeben. Und dann haben wir noch mal zwei Lautsprecher, die sich oben befinden, die das Ganze über die Decke als von oben kommenden Sounds, vor allem sehr schön zu hören bei Sinus aus Hellblade Sacrifice, war der Regen zum Beispiel, dieser kam sehr, sehr, sehr cool von oben herunter. Das machen die oberen Lautsprecher. Der Subwoofer selber ist kein separater Subwoofer, sondern er ist in der Soundbar mit drin. Das Ganze merkt man ein bisschen auch am Gewicht. Das ist eine 3 Kilo Soundbar, ein ordentliches Gewicht und fühlt sich gut an. Und hier haben wir zwei Woofer, die oben sind, die aber einen Reflex nach unten hinweg haben. Sprich, wir haben dasselbe Konstrukt unten auch nochmal. Und dadurch ist es relativ erstaunlich, wie viel Bass man aus diesen 3 Kilo und aus dieser Form rausholen kann. Das Ganze hat mich sehr begeistert. Man sieht auch richtig ordentlich, wie die Woofer hier arbeiten, wenn man hier etwas lauter aufdreht, was ich mir ein paar Mal gegönnt habe die letzten Tage. Und dann kommen noch diese zwei Lautsprecher bei der Plus-Variante, wo wir auch nochmal zusätzlich Lautsprecher direkt hinterm Kopf haben. Und durch diese ganzen Treiber, durch das Zusammenführen von diesen ganzen Treiber, wird der Sound dann eben als 7.1.2 dargestellt. Selbst, um das auch schon mal vorwegzunehmen, ich brauche nicht unbedingt einen HDMI-Anschluss, wenn ich das mit PC irgendwie betreiben will und einen ordentlichen Raumklang haben will. Denn diese Soundbar tut automatisch auch 2.0 Sounds, also jetzt, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video gucke oder Musik höre, nimmt es diesen Sound und upgradet es sozusagen auf einen 7.1.2 und auch bei Spielen, die nicht über Dolby Atmos direkt laufen, sondern einfach nur im Spiel auf 5.1 und 7.1 eingestellt werden, wird dieser Raumklang komplett emuliert und es funktioniert wirklich geil. Also das kann ich bezeugen. Ich habe Senua's Hellblade Sacrifice gespielt und so ein immersives Spielerlebnis in diesem Spiel hatte ich wirklich noch nie. Das Spiel kennen vielleicht viele Leute von euch nicht. Ich will es ganz kurz mal skizzieren, damit man versteht, wieso ich dieses Spiel gewählt habe als Test. Es ist ein Spiel, es geht um einen Charakter und sie ist leicht psychisch krank und hat mehrere Stimmen im Kopf. Und diese Stimmen werden von unterschiedlichen Positionierungen im Raum, hinter dir, vor dir, über dir und so weiter, immer dargestellt und wiedergegeben. Und das Setting und das Szenario und auch das Spiel ist so entwickelt, dass sehr viel auf Sound, auf Soundnuancen Wert gelegt wird. Egal, ob es jetzt der Regen ist, der fast dauerhaft irgendwie im Spiel vorhanden ist, egal, ob es sehr ordentliche Donner und Gewitter, die im Spiel oft vorkommen, oder auch Visionen oder auch Stimmen aus dem Jenseits, die mit einem sprechen. Diese werden dreidimensional, sage ich mal, im Raum immer wieder verteilt und machen dieses wahnsinnige immersive Erlebnis an Sound. Und genau deswegen habe ich mich für dieses Spiel entschieden. Spiel, was ich sehr lange verfolgt habe, ich kann es euch allen nur empfehlen, ab 18, glaube ich, oder sogar noch schlimmer. Also es ist wirklich krass vom Inhaltlichen her. Das Ganze will ich auch schon mal vorweg, nur ist vielleicht nicht für jedermann gedacht. Aber wirklich ein sehr krasses Spiel. Das Ganze gibt es beim Xbox Game Pass, darüber habe ich es mir geholt. Und darüber habe ich mir gedacht, das kann den Sound sowohl von der Frequenz als auch von dem Spektrum her für diese Soundbar für meinen Test am besten irgendwie herausholen. Und genau diese Synchronität aus Sprachen, Stimme, Donner ab und zu mal, der kontinuierliche Regen, genau darin habe ich mich gesehen zu testen, ob die Soundbar diese Klänge alle sauber und ordentlich parallel zueinander abspielen kann. Denn das größte Problem meistens bei Lautsprechern ist ja vor allem, wenn sie in einem Konstrukt sozusagen verbaut sind und die Woofer auch dort drin sind, ist, dass der Schalldruck, den der Mitteltöner erzeugt, irgendwie vom Woofer dann verschluckt wird und solche Sachen. Hier scheint es, ich weiß nicht, wie es intern genau aufgebaut ist, aber hier scheint die Positionierung von den Lautsprechern echt gut gelungen sein, denn ich habe keinerlei Einbrüche der Mitteltöne oder der Hochtöne gehört, als Bassschläge kamen und solche Sachen. Ihr kennt vielleicht dieses Szenario, wovon ich spreche. Das hatte ich hier bei dieser Soundbar echt nicht. Qualitativ und verarbeitungstechnisch ist sehr gut gemacht, dass es USB-C ist in meinen Augen, war ich sehr froh drum und es sollte auch heute Standard sein. Wenn ich noch einmal ein Micro-USB-Kabel sehe, dann erwürge ich mich, glaube ich, mit einem Micro-USB-Kabel. Also hier alles gut gemacht. Die Soundbar selber mit ihren 3 Kilo
halb aus Plastik, halb aber auch, also qualitativ hochwertiges Plastik, also ein Sturdy Plastik auf jeden Fall, man merkt es an den 3 Kilo, gummierte Füße, damit die Soundbar nicht wegrutscht. Diese Füße sind auch nochmal in mehreren Größen dabei, damit man den Abstand von den Woofern zu dem zum eigentlichen Tisch, wo man die auflegen wird, auch nochmal eben einstellen zu können oder die Höhe nochmal regulieren zu können. Das Front Mesh-Panel, was da ist, ist komplett aus Metall und schützt die vorderen Speaker. Oben haben wir diese zwei zusätzlichen Speaker, die eben auch nochmal durch so eine Plastikkrone, schöne designte, nochmal geschützt sind. Und die Satellitenlautsprecher, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig, also die seitlichen Lautsprecher, sind nochmal so leicht eingraviert, also einen ziemlich abgefahrenen, spacigen Look. Vor allem auch mit dem RGB, mit diesem Jog-Dial. Das Ganze sieht an dem Setup halt einfach unheimlich geil aus. Ästhetisch muss man selber sich darüber im Klaren sein. Es ist keine, vom Designing her, sage ich mal, so eine Klavierlack. Juhu, ich stelle sie irgendwie unter meinen Fernseher-Soundbar in meinen Augen. Also ich sehe sie dort nicht. Geht natürlich auch durch die HDMI-Inputs und Outputs, die die hat. Durch das HDMI-Pass-Through, worüber das Dolby Atmos auch abgegriffen wird. Dennoch sehe ich das mehr als Gaming-Soundbar. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, nee, ich will so ein abgespacedes Ding auch im Wohnzimmer haben. Das Ganze müsst ihr wissen. Apropos so ein abgespacedes Ding im Wohnzimmer oder ein Gaming-Setup zu haben, wo liegen wir denn preislich? Wir haben hier natürlich eine Soundbar, die so einiges kann und preislich liegt diese UVP-technisch bei 699, aber das ist so ein klassischer Fall, wo wir aktuell zumindest auch zum Start jetzt 100 Euro Rabattcoupons drauf haben und das Ganze werden wir auch immer wieder sehen, weil es auch ein Amazon-Produkt ist, was dort über dort vertrieben wird oder auch über die eigene Homepage und dadurch werden wir sehr oft diese Coupons haben. Also der Preis, den man meistens auf der Straße finden wird, sind 599 Euro. Für die Variante mit ohne dem zusätzlichen Lautsprecher und 699 dann mit dem zusätzlichen Lautsprecher. Und jetzt stellt sich jeder die Frage, ist es denn jetzt wert, so viel mehr auszugeben, nur um dieses Ding zu haben? Also um uns hier auch nochmal die Qualität und die Geschichte anzugucken. Das ist ein relativ schweres Ding. Man merkt, es sind 1,75 Zoll Lautsprecher, die wir links und rechts verbaut haben. Wir haben hier zwei Tasten, und zwar einmal an, aus und dann einen Koppelmodus. Das Ganze muss man nur mit dem USB-Dongle hinten reinstecken bei der Soundbar, dann den Koppelmodus gedrückt halten, bis er durchgehend, also bis er super schnell flasht, die Konnektivitätstaste an der Soundbar drücken und dann ist das Ding gekoppelt und dann sieht das Ganze so aus, dann leuchtet dieses Kopplungsding. USB-C-Anschluss, um es aufzuladen, 2400 Ampere-Stunden Akku mit drin ist, von der Form her sehr schön gemacht und auch von den Materialien her. Man sieht es vielleicht nicht, aber man könnte es vielleicht hören. Das Ganze ist so eine Wasser- und schweißabweisende Beschichtung, die sich so ein bisschen plastisch anfühlt, finde ich sehr gut, weil ich schwitze zum Beispiel sehr viel am Kopf. Und ich glaube, da wäre voller Schmodder irgendwann mal hier drin. Das kann man sehr bequem wasserabweisend abwischen, finde ich sehr schön gemacht. Ich habe das Ding auch mal aufgemacht, also es wird mit so einem Ding hinten natürlich an den Stuhl, an den Gaming-Stuhl festgemacht. Das Ding auch mal aufgemacht, habe mir mal angeguckt, wie das da drin aussieht. Das ist so ein super softes Material, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist so fast matschig, klebrig. Das ist total witzig. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an vom Feeling her, wenn man das Ganze benutzt. Sollte man jetzt zu dieser Soundbar greifen und macht das Ganze auch wirklich Spaß, ist es dem Preis entsprechend? Meine private, persönliche Meinung dazu jetzt, ganz offensichtlich. Vielleicht eine kleine Vorstory. Ich habe bereits ein Sonos-Soundbar gehabt mit Soundbar, Subwoofer, Lautsprecher und sogar auch hintere Lautsprecher, habe das Ganze auch sehr lange genutzt. Ich habe auch bei vielen Kunden damals von Bose eine Soundbar eingerichtet. Und eine Sache, die ich sagen will oder die mir am extrem aufgefallen ist, dass sowohl die Sonos Soundbar als auch die Bose Soundbar ohne ihren Subwoofer, die hören sich schon gut an, aber das ist nicht das, was man als Klangerlebnis sagt. Da fehlt einfach der Subwoofer. Und preislich muss man sowohl bei einer Bose als auch bei einer Sonos erstmal 600, 700 Euro dafür hinlegen. Dann nochmal zusätzlich zum Teil 600, 700 Euro. Wie gesagt, sind jetzt UVPs, die Preise schwanken natürlich immer in Aktionen hier und da. Trotzdem ist man weit über 1000 Euro, wenn man wirklich Soundbar und Lautsprecher haben will. Und Subwoofer haben will, um wirklich dieses vollumfängliche, diese komplette Dynamik in dem Bereich zu haben. Natürlich ist man dann aber auch klanglich, qualitativ weiter als wir bei Oxys, denn hier haben wir nur einen Subwoofer, der integriert ist. Aber trotzdem ist es erstaunlich, was man daraus rausholen kann. Also es ist nicht ein super, keine Ahnung wie viel Inch Subwoofer, den man zusätzlich kauft. Das Ganze kann man nicht vergleichen, also es bringt nicht die ganze Bude so gesehen zum Wackeln, wenn man darauf steht, sondern man hat einen ordentlichen, tiefen, rauen Bass,
der auch sehr direkt und sehr, 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 sehr gezielt sozusagen kommt, aber trotzdem nicht diese Tiefe, die vielleicht ein Extra-Sound-Speaker irgendwie daherstellt. Das war meine größte Angst, dass das Ding komplett abkackt, was Subwoofing sozusagen angeht. Dann dachte ich mir, ja gut, 7.1, 7.2, Lautsprecher hier, Lautsprecher da, wie hören sich die Höhen, wie hören sich die Tiefen an? Hier war ich auch wirklich sehr begeistert und finde, dass diese Soundbar, wenn sie denn im Angebot ist, mit diesen 100-Euro-Coupon, ich werde sie unten auch nochmals verlinken, schon mehr als nur eine brauchbare Lösung ist, eine All-in-One-Lösung, die ich einmal kaufe und mich um nichts mehr kümmern muss, egal ob es irgendwie Satellitenlautsprecher sind oder. Denn um nochmal zurückzukehren, Bose, Sonos, Soundbar kaufen, Subwoofer kaufen, linker Lautsprecher kaufen, rechter Lautsprecher kaufen, hinter Lautsprecher. Also ich weiß es, dass das Ding irgendwie das Soundsystem am Ende irgendwie 4.000 Euro kosten kann. Und das hört sich dann zwar auch anders an, will ich ganz klar sagen. Also es ist auch nochmal detaillierter, denn wir haben Woofer überall und auch von der Positionierung her auch nochmal anders als ein Dolby Atmos simulierter Sound. Der vierfache Preis oder mehr als vierfache, achtfache Preis, wenn man ein komplettes, umfängliches 7.1 oder 7.2 System irgendwie will, das macht Oxys in einem Produkt so eigentlich echt ganz gut. Und da kann ich sagen, wenn jemand eine Einmal-Kauflösung haben möchte, die auch noch vom farblichen, vom RGB-Schema in das System reinpasst, von meinen Augen auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Eine wichtige Sache für viele von euch ist vielleicht auch unter anderem die Software. Denn sehr viele Hersteller können zwar gute Hardware mittlerweile, aber irgendwie kacken die ab bei der Software. Oxys macht das Ganze relativ clean und simpel, ohne irgendwelchen unnötigen Zusatzfunktionen und Features, sondern hier sehr sauber strukturiert die Software. Ich werde hier auch nochmal ein paar Parts einblenden von der Software, wo ich zum einen die Voreinstellungen durchwählen kann und einstellen kann. Diese kann ich aber auch über die Fernbedienung erreichen. Das ist die beigefügte Fernbedienung, worüber ich das auch steuern kann, parallel oder auch unabhängig, sage ich mal, von der Software, wo ich die Beleuchtung einstellen kann, das Ganze runterdimmen kann. Kann hier die Lautstärke einstellen, stumm schalten, Equalizer-Modus zugreifen, Einstellungsmodus zwischen PC und Bluetooth-Modus wechseln, die Quellen wechseln, ein- und ausschalten. Also sehr praktisch gemacht und gelöst über diese Fernbedienung in meinen Augen. Dennoch ist die Software die Basis von den tieferen Einstellungen, wo ich wirklich sagen kann, ich hätte gerne den Treble, die Mitteltöne und die Hochtöne hätte ich etwas höher, etwas niedriger, den Subwoofer hätte ich etwas höher oder etwas tiefer und einfach stärker. Die Nackenlautsprecher kann ich darüber einstellen. Das Ganze finde ich sehr schön. RGB-technisch liefert die Soundbar ein sehr cooles Erlebnis. Allerdings ist es so, dass hier in meinen Augen etwas Nachbesserungsbedarf eventuell entsteht, denn bei dem RGB, was sich mit dem Display synchronisiert oder mit dem Inhalt des Displays, ist es so, dass natürlich nur partiell einzelne Bereiche von dem Display genommen werden können und diese Farbe dargestellt wird. Sprich, wenn man, ich habe es am Beispiel von so einem LG OLED-Demo irgendwie gezeigt, wo mehrere Farben dargestellt werden. Also der pickt im Prinzip einfach nur die komplette Dynamik, die dieser Bereich an Farben irgendwie gerade darstellt, matcht diese zusammen und spuckt die halt als RGB aus. Könnte besser funktionieren, könnte noch dynamischer sein, dass es mehrere Farbpunkte pickt und das Ganze auch nochmal über die einzelnen RGB-Bereiche bzw. Lautsprecher, die mit RGB beleuchtet sind, auch nochmal darstellt. Also das Ganze wirkt relativ statisch, möchte ich jetzt mal sagen. Bei vielen Spielen funktioniert es einwandfrei. Also wenn die komplette Atmosphäre irgendwie in Blau wechselt oder man irgendwie in Call of Duty eine dunklere Szene kommt oder ein Donner kommt, dann blitzt die auf, das Ganze funktioniert, keine Frage, denn dann ist dieser Mittelwert an Farben wirklich gegeben. Aber sobald das Spiel farbenfroher ist oder dieser Bereich farbenfroher oder der Inhalt, den man anschaut, matcht er einfach diese ganzen Farben zusammen und spuckt die aus. Finde ich persönlich, könnte man noch schöner machen. Allerdings ist es so, dass man hier auch auf statische Farben oder auch audiovisualisierte Farben zurückgreifen kann. Die Software ist sehr kompakt, sehr klein, stresst nicht, kann man direkt installieren, kann man direkt auch die Firmware-Updates darüber fahren, finde ich sehr wichtig. Und hierüber die Sachen steuern. An dieser Stelle interessiert mich natürlich sehr, wie seht ihr die ganze Sache mit dem Sound? Schreibt mir hier unten in die Kommentare, ob ihr sagt, ich bin Team Kopfhörer. Das Ganze geht einfach physikalisch nicht, ähnlich wie es bei mir ist, irgendwie Kinder schlafen abends und. Man kann einfach nicht die ganze Zeit aufdrehen. Oder ob ihr sagt, ich bin auf jeden Fall Team Lautsprecher und parallel dazu Kopfhörer oder komplett Team Lautsprecher, vielleicht mit einem anderen Soundsystem von einem anderen Hersteller. Lasst mich unten auch gerne wissen, keine Skrupel hier andere Hersteller auch zu nennen. Würde mich einfach interessieren, so als Feedback, wo seid ihr denn angesiedelt, egal ob es jetzt irgendwie
Teufel Sonos, Bose oder viele, die ich erwähnt habe, die er als Soundsystem eben vorzieht. Vielen Dank natürlich auch nochmal an Oxys dafür, dass wir diese Soundbar zur Verfügung gestellt bekommen haben für diesen Test. Vielen Dank nochmal an euch, dass ihr diese Video schaut. Lasst ein Abo, lasst ein Like da, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.